Herzlich willkommen zu Let's Play Tesla Effect, A Tex Murphy Adventure. Das ist Teil 6 einer coolen Adventure-Reihe, die ich in meiner Kindheit gespielt habe. Die kam zwischen 89 und 99, war das, glaube ich, raus. War bockschwer. Habe ich also lange gebraucht. Bin gerade kurz hier rein, nur habe ein bisschen bei Steuerung eingegeben, ein bisschen hier bei Audio, wollte ich halt die Sprachen recht laut haben. Ansonsten habe ich noch nichts gemacht, ich war noch nicht im Spiel und ich kenne auch nicht irgendwie die Demo, die da rausgekommen ist. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nichts, aber ich habe diese alten Adventures, die da in diesen 10 Jahren sind, um die 100 rausgekommen. Ich habe die immer total geliebt, wenn da irgendwie also diese interaktiven Movies, die da waren, wenn man irgendwie weitergekommen ist, kam immer wieder eine Zwischensequenz und ich habe es gehasst, dass das auf einmal aufgehört hat bei den Adventures. Da ist ja dann so vor 2000 bis jetzt eigentlich gar nichts mehr richtig in der Art rausgekommen. Das waren dann alles nur so Grafik-Cartoon-Adventures, die da so ein bisschen erfolgreich waren. Und das hier habe ich echt vermisst, so, und da freue ich mich richtig drauf, besonders heute in der Zeit von Blu-ray, was für geile Videosequenzen wir machen können. Früher, da in den Anfang der 90er, wo dann CD-ROM rauskam, war das natürlich noch recht verpixelt, aber es war da schon geil. Und was jetzt heute möglich ist, also ich denke da so an Phantasmagoria oder solche Spiele, Hammer. Also da freue ich mich richtig, wenn das jetzt hier das Spiel eine richtig große Welle auslösen wird und massig Spiele in dieser Art wiederkommen werden. Okay, gehen wir mal aufs Spielen und ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal eine Lösung oder sowas brauchen werde, weil die waren echt sauschwer gewesen. Also wir haben da mit mehreren Kumpels Wochen, Monate dran gehangen, da gab es ja keine Auflösung zu dem Zeitpunkt und wir haben uns da die Zähne ausgebissen, bis die Zeitschriften mal irgendwann Lösungen gebracht haben. Jetzt müssen wir mal schauen, also Gelegenheitsspieler oder richtiger Spieler. Wo genau ist der Unterschied? Also bei den alten war es ja die Möglichkeit gewesen mit mehr Rätseln. Ich denke mal, das wird wieder ähnlich so sein. Also würde ich sagen, machen wir erstmal das und ich spiele es dann bestimmt nochmal durch, wenn ich es besser kenne. Hier kriegen wir bestimmt mehr Hinweise und so, was wahrscheinlich auch besser geeignet ist für ein Let's Play. Sonst seht ihr mich stundenlang hier rumsuchen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, würde ich mal sagen, so, Profil ändern, spielen. Wie immer, Zwischensequenzen oder sowas, bin ich still. Ist das ein Traum? Not quite, Murphy. Then you're the big PI in the sky? That's right, Murphy. But now is not the time for you to be here. There is a vast and malignant evil at work on the Earth, and fate, for some reason that even I cannot fathom, has chosen you to oppose it. But why me? I'm no more thrilled about it than you are. Nevertheless, your fate has been decided. Tex is back. Also nochmal eine Ehrung an die Leute, die da mitgesponsert haben. Big Finish Game Presents. Ich hoffe, dass das von den Soundeinstellungen so stimmt, meine Stimme gut rüberkommt. Ansonsten, ich werde jetzt nach dem Video auch mal schauen, wie das rübergekommen ist, aber ich hoffe, das klappt. Und ja, ganz komisch, das Spiel ist heute erst um 20 Uhr irgendwie gekommen. Also ich konnte es jetzt um 7:30 das erste Mal downloaden über Steam. Ich hatte den ganzen Tag drauf gehofft, aber spät. Ich muss mal schauen, was ich da heute noch schaffe. Ich denke mal so ein, zwei Folgen, die ich dann noch natürlich hochlade. Also es setzt genau da an, wo der fünfte Teil geendet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonst googelt's mal und schaut euch die Teile an. Da gibt es auch schon Let's Plays drüber, zum Beispiel von Ilana Ray, der ja auch Deutscher ist und die ersten Teile gemacht hat. Und beim fünften ist es ja eigentlich so, dass das eine Neuauflage vom ersten Teil ist, wo eigentlich so ein Rückblick ist, was ist passiert da im ersten Teil und so weiter. Und er erzählt das dann halt seiner Freundin von Teil 4. Und ganz am Ende davon ist ein übler Cliffhanger gewesen, 99, weil eigentlich links ein sechster Teil kommen sollte, wo man halt erschossen wird. Und genau da sollte das jetzt weitergehen. My name's Tex Murphy. I'm a small-time private investigator in the big city of New San Francisco. My office isn't in the glamour districts. It's in the run-down, mutant part of the city, close to Coy Tower. A place they've been refurbishing for years, but it never seems to improve. Not exactly great for business, but it holds a strange attraction for me. I've cracked some pretty big cases over the years. You may even have heard of me. But I don't do much investigating anymore.
These days, I'm known for being a man who gets things done, no matter what the cost. You got a job that pays? I'll do it. No questions asked. I can't really remember why I became a PI. Maybe I was drawn to the romance, adventure, and independence it offered. Or maybe because I believed in its code of honor. That a man can remain untarnished as others sink into a cesspool of lies, corruption, and greed. A man better than the world around him. Ja, alt ist er geworden. Also ist derselbe Schauspieler von Teil 3, 4 und 5. Chris Jones. Also wenn das auf dem qualitativen Niveau bleibt bis zum Ende des Spiels, werde ich total begeistert von dem Teil sein. Richtig, richtig fett. But even a set of principles can slowly slip from your grasp. The world has a way of beating you into submission. Circumstances change. The guilty aren't always punished. Temptations become obsessions, and love can be violently taken, leaving you empty and hollow. Each day, innocence fades, and your character weakens. Well, it's not all at once, but a piece at a time until you can't be put back together again. You finally realize the only way to get ahead in this world is to make sure you're on the winning side, and then do anything you can to stay alive. I don't know why I'm so reflective tonight. Maybe I finally crossed the Rubicon, but that's not true either. I passed that sign miles back and didn't even pause to take a picture. Maybe I just feel extra guilty tonight for what I'm about to do. Time when I would have never agreed to do something this despicable. I can't explain why I do this, but maybe Judas would understand. And Dance Instructor. 5 hours later. I don't care, drag him into the speeder. Look, 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 the top window. I think we got him. Let's get out of here. A Rude Awakening or the 7-year ouch. Okay. Die haben wohl meinen Speeder gestohlen. Ah, er ist vom Pech verfolgt, so ist er halt. Coole Sprüche. Hey you, over here! Ja, und es war immer saukomisch. Da kommen bestimmt coole Sachen. Finally! What was all that commotion outside anyway? Hauser, you really got a hit on the head. Remember me, your old pal Huck? Seriously, you look clueless. Who or what are you? Geez, how hard did you hit your head? Well, let me reintroduce myself. I'm your Smart Alex, your personal assistant, version 1.5, fashioned 3 years ago in a factory with truly horrible working conditions. You don't want to know. I'm your trusty tech-savvy sidekick, whose primary functions include travel agent, inventory tracking and analysis, investigative advice, case notes, and I'm also a confidant and a best buddy, you gigantic oaf. Remember? Not really. Would you like a tutorial on my usage? Ja, bitte, weil wir gar keine Ahnung Activating haben. Tutorial mode. Let's begin. Welcome to the Smart Alex interface. This is where the magic happens. This button takes you to your inventory,
Items you pick up along the way can be viewed and used from here. To take a closer look at an item, select it and then click the Examine icon. The Examine feature often gives clues about the object. This is your map, where you can view your current location or warp to other locales. This icon is our handy-dandy built-in hint system. It will list tasks for each location. This is your flashlight. If you are in a particularly dark environment, you can turn on this flashlight to help you out. If you're playing in casual mode, when the beam of light from the flashlight shines on an object that needs to be picked up, the object will sparkle. Das ist praktisch. This is the look icon. If you want to look at an object without interacting with it, press this icon. Yeah, more furniture I don't recognize. Okay, also F für Flashlight und Leertaste, um was anzuschauen. The Smart Alex icon will flash in the corner, confirming an item has been picked up and placed in the inventory. To exit out of the Smart Alex game interface, click on the giant X in the middle. Let's start by picking up an item to add to the inventory. Walk over to the corner shelf and pick up the broken record. Oh man, my Gene Autry record's broken in two. Now let's take a look at this new addition in your inventory. Return to the Smart Alex interface and click on the inventory icon. Look, the broken record. Examine the broken record to hear a clue about what to do with it. Ja, warum kann ich das nicht selber testen? Irgendwas stimmt hier mit der Auflösung nicht. Kann das sein? Kann ich hier Escape drücken? Nee. Geht natürlich auch nicht. Another inventory item. Navigate to the desk and pick up the bottle of glue. It's a bottle of stupid glue. Ja, links oben fehlt irgendwie Bild. Hab ich da? Ah, ich habe Screen Size da verändert. Ne? Ich wollte die Helligkeit verändern und habe da irgendwie was. Ah, okay, da unten sind Kombinationsteile. I'm experiencing a sensation altogether new to me, and frankly, I love it. Success! You have now created a vinyl record. Well, I definitely remember my Gene Autry record. Nicht selber machen? It's my one stability in this crazy world. Try using the vinyl record on your Victrola player blah, in blah. Your office. To use an inventory item, simply kann ich hier target, irgendwie was selber machen? Select an item and then press the Use icon. I close my eyes. Ah, Gene Autry, the singing cowboy. Das finde ich ein blödes Tutorial. Ich meine, die tun es alle per Film zeigen, aber ich hätte es gerne selber gemacht. From here you can save your game, access the main menu, explore the help section, or quit the game. Yep, that's all there is to it. Now let's get back to your actual case. Ja, genau. Aber man konnte das nicht abbrechen. Finde ich ein bisschen schade. Und muss ich mir sehr wahrscheinlich nochmal anschauen. Jetzt hatte ich auch volles Bild links oben, komischerweise. Das testen wir aber lieber nochmal. Optionen. Widescreen Video. Wir müssen eigentlich Widescreen drin haben. Was ist das hier? Wenn ich jetzt okay mache, stürzt er mir sehr wahrscheinlich ab. Nö, tut er nicht. Spiel fortsetzen. Okay, das ist recht schnell, oder? Aber ich glaube, das geht. Wir haben ein Fax. Okay. Also jetzt stimmt das links oben, komischerweise. Hier haben wir jede Menge Geld. Also wie war das? Mit F kann ich mir ein Flashlight anmachen. Und dann sehe ich irgendwas glitzern, wenn ich was aufheben kann. Mit links hebe ich es auf. Candy Comic, Key Lime Largo. I'll put this in my comic book rack. Aha. Comic Bücherregal im Büro. Ist das nicht mein Büro? Das hier sehr wahrscheinlich. Also wir haben das gerade schon gesehen, ich soll das hier nehmen. Also irgendwie haben die mir ja schon erklärt, was ich machen soll. Ich muss die Schallplatte erstmal reparieren. Mhm. Alles vom Computer gelöscht, warum auch immer. Aha, hier, den kennen wir noch aus dem Vorgängerteil. Da hätte ich jetzt ja wahrscheinlich irgendwie, wie untersuche ich Leertaste, ne? Das ist eine Schublade. Okay. Sagst du auch was zu dem Bild? Ah, the Colonel. He was my first real mentor in the PI business, and here he is giving me a helpful tip. Hm. Oh. Because apparently you never learned the first rule of a PI. And never, ever betray your friends. Ich glaube, das war von friendship goes beyond Teil 3. You gotta find out who your friends are, then you hold on to them.
always get the chill of fear down my spine whenever I think of him. Okay. Das heißt, wir sollten uns alles auch mit Leertaste angucken. My computer clean. Wenn nichts verpassen. This looks interesting. Probably a book on how to map out fun spots to visit inside your brain. Enigma. Sounds like the story of my life. Why would I be researching this? It's one of my business cards, but it looks different. When did I change these? Können wir die mitnehmen? Das kann man doch immer mal gebrauchen. Schade, geht nicht. Okay, was haben wir hier? No messages on the vidphone. Okay, keine Nachrichten drauf. An article on the Russian White Movement. Am I truly so bored I'm reading Russian history? Also irgendwas mit Russland so wahrscheinlich zu tun. Und ich kann es auch nicht mitnehmen. Schauen wir uns mal an, was wir da eben für einen Fax bekommen haben. So, wir sollten jetzt irgendwie... Wie ging das? Oh man, this record's broken in two. Ich brauche Kleber, um diese kaputte Schallplatte zu reparieren. Okay, das ist das Fax. It's a bottle of stupid glue. Punkte hinzugefügt. Ja, man kriegt so Punkte für Sachen. Das ist für dann Punktejäger wichtig, wenn sie alles holen wollen. So wie bei den alten Sierra Adventures. Well, that was stupid. Ja. This desk so I don't have to solve crossword puzzles on the floor. Okay. Inventory, kann ich einfach I machen? Ja, ah, super. Wie? Ah, einfach runterziehen, okay. Dear God. Ja, coole Sache. I definitely remember my Gene Autry record. It's my one stability in this crazy world. Mhm. Ja, dann schauen wir uns noch das Fax an. It's a note from my old friend Archie Ellis. Apparently he's out of town doing some research. When he returns, I'll need to ask him about the case we're working on. Mhm. Archie Ellis. Stell ein paar Nachforschungen. Well, that won't work. Oh man, my Richie Havens signature guitar signature disappeared. That'll teach me to get an autograph with a dry erase marker. Hm. It's my Gene Autry fake book. Whenever I'm feeling low, I can sing the songs of my hero. Hatte ich nicht noch gerade irgendwie einen Comic mitgenommen, den ich ins Regal stellen wollte, der hier lag? Seltsam. Okay, da können wir nichts mitnehmen. So, hier ja nicht irgendwo was liegen lassen. When things get slow in the detective business, I've always been able to fall back on my skills as a dance instructor. Ah, das war früher mal eine Tanzschule gewesen. I've always been able to fall back on my skills as a dance instructor. Okay. Well, I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Who would have done this? Why? Vielleicht hat einer was da hinten drin versteckt. Hallo? Well, I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Schon mal nicht. Who would have done this? Why? These are my credentials. They don't just give this to anyone. You have to pay a fee. These are my credentials. They don't just give this to any. These are my credentials. They don't just give this Humphrey to Bogart. My golf partners. Old Bogey, we call him. Ja, das ist ein totaler Fan von dem. So. Aha. Ein Adler. Maltese Falcon. I don't remember picking up this little souvenir. How long was I knocked out? Sometimes, I wish I had a talking gumball machine as my wacky sidekick. Hier scheint nichts zu sein. Hoffentlich nicht. Hier ist schon wieder ein Loch. I sure don't remember how these holes got in the wall. They look fairly recent, judging from the debris. Who would have done this? Vielleicht suchen die irgendwas. Ja, jede Menge Fedora. Nicht schlecht. Hat er von seiner ersten Freundin aus dem ersten Teil bekommen am Ende. So. Was haben wir denn hier? Archie Ellis wrote a book. I bet this sells for pennies on eBay. Können wir auf jeden Fall nichts machen. So, ich würde sagen, wir setzen erstmal die... Wie geht das jetzt? Rechtsklick. Inventory. Schallplatte. Benutzen. I close my eyes and dream of one. Ja, Kerl, du bist definitiv in der Zeit zurückgeblieben. The big Finnish detective by your Aaron Corners. Finns make the best detectives.
Mike Hammer books are great, but I prefer stories about his crazy nephews, Mike and Ike Hammer. I try to collect all of their candy comics. Mike Hammer books are great. This desk is so I don't have to solve crossword puzzles on the floor. Können wir so irgendwie ducken? Mit C oder so? Cover? Nö. Geht nicht, hier ist auch nichts. I don't remember my office furniture being so nice. Was haben wir hier? Local SF Private Investigator in critical condition following shutout at the old warehouse. Well, this happened on my first case. I was in the shootout of my life at the warehouse district. Ja, actionlastig. Bam, 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 bam. Ja, es war ein Mix aus Flugzeugsimulation, Ballerspiel und Rätsel-Adventure. I took a bullet and while I was recovering, I swore I was always going to use my brains before brawn. From here, I get a great view of Chandler Avenue, the original Boulevard of Broken Dreams. Okay, wir sind gleich durch. Aber wir sollten trotzdem mal in alle Löcher reinschauen. They look fairly recent, judging from the debris. Und am Ende würde ich sagen, indispensable water cooler still doesn't have paper cups. Wenn man nichts mehr gefunden hat, gehen wir einmal den Raum ab und suchen, ob wir hier irgendwie irgendwo was glitzern sehen und was übersehen haben. Oder wir umgehen das später und machen das direkt immer dauerhaft, die Lampe anzuhaben. Aber das ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja, sieht ganz danach aus, als ob da nichts mehr wäre. So, und bevor wir uns weiter hier in dem Raum oder in der Wohnung umsuchen, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.